So, Mario aus dem Jahre 87. Habe ich schon mal aufgenommen vor ungefähr 2 Jahren. Aber das, ja, wollte ich nicht machen, aber mal gucken, was ich da brauche später. 2 Jahre später dachte sich YouTube irgendwie so, oh, das Spiel braucht doch keine Originalqualität, nee, reicht 240p. Und das sehe ich jetzt nicht wirklich ein, deswegen nehme ich es einfach nochmal auf. Und da mein Kommentarstil und meine Qualität vor allem jetzt eh ein bisschen besser ist, nehme ich und hoffe ich mal an. Hoffe ich mal an, genau. Scheiß Goomba, verpiss dich. Mein Platz. Hilfe. Wie lange ich unverwundbar bin, cool. Ja, deswegen hoffen wir mal, dass es jetzt hier besser wird. Musik habe ich jetzt mal ausgetauscht, weil mir die normale irgendwann dann doch auf den Sack geht. Oder zumindest, die kennen sie alle, also habe ich die mal durch eine ähnliche ausgetauscht, die einem das Gefühl gibt, das könnte auch Mario-Musik sein. Und da fühlt man sich gleich heimisch in fremden Ländern. Und das war schon das erste Level. Yay! Werde auch gleich mal versuchen, ich glaube, bei meiner ersten Aufnahme vor ungefähr 2 oder 3 Jahren, da habe ich das noch gezerrt, was ich normalerweise gutheiße. Aber hier will ich ein paar Spielereien ausprobieren. Also Bild einfaden und ausfaden lassen. Ups, das will ich gar nicht. Das mache ich ganz automatisch. Ich werde es gar nicht brauchen. Dann werde ich versuchen, so einen coolen Rahmen zu machen. Das seht ihr jetzt schon, wenn es geklappt hat. So einen verwaschenen Rahmen vom Spiel selbst. Ansonsten bin ich ja eher der Fan von schwarzen Balken, wenn es denn überhaupt sein muss, so einen Balken zu machen und nicht zu zerren. Was man ja mit einem ordentlichen Resizer gar nicht so sehr bemerkt, was ihn gar nicht stört. Ja, ich rede jetzt viel Technisches, was man einfach ignorieren kann. Ja, jetzt komme ich dann nicht runter. Ich muss ja Dings, ich spiele übrigens mit Analogstick, weil mein Digitalkreuz bei dieser Original Xbox Controller Kopie, was das auch immer ist, irgendwie ein bisschen verhunzt ist. Deswegen Analogstick. Auf jeden Fall in der Luft, dass man da manchmal so ein bisschen stehen bleibt und nicht gescheit noch navigieren kann. Das ist, glaube ich, normal bei dem Spiel. Das macht die Schwierigkeit aus. Ich spiele auch die All-Stars-Version, wie ihr schon gesehen habt, weil die bunt ist. Habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch schon. Wollte ich gar nicht. Ja gut, dann mach ich's. Soll eh nur ein Video werden und so, nur so ein Spaß nebenbei zum Ausprobieren. Und das mache ich alles, diese ganzen Effekte, die ich versuche reinzumachen, also ein paar zumindest, mit Rahmen und Fade in, Fade out, mache ich mit dem Frame-Server AVISynth, was ihr bestimmt kennt. Das ist so eine Skriptsprache, mit der man, nein, 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 ich will es nicht verlieren. Oh, ich hasse diese Typen. Eine Skriptsprache, mit der man Videos toll bearbeiten kann, was total einfach ist und Spaß macht. Und sollte man machen, ist auf jeden Fall kostenlos. Aber es soll jetzt kein Werbevideo werden. Ich nehme übrigens mit DxTory hier auf. Bei dem Emulator nicht so toll, weil man die Framezahl nicht sieht. Deswegen spiele ich hier sowieso im Fenstermodus, was ich aber eher vorhatte. Das wird übel. Hatte ich eh vor, wegen der Auflösung. Na gut, man hätte ja auch im Vollbild spielen können, aber dann wären schwarze Ränder und jetzt habe ich immerhin Scheiße. Meine Desktop-Umgebung noch im Blickfeld und sehe, dass die Datei erstellt wurde, die ich gerade aufnehme. Und ich hier nicht umsonst ungefähr 1 Stunde laber. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Ich mache mal hier einen Save-State. Ich sehe gerade nicht meine Lebensanzahl, aber ich nehme an, ich habe noch 2 oder 3. Aber auf jeden Fall keine Lust, 1000 Mal denselben Scheiß zu machen. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich nach allen abgeschlossenen Welten jeweils einen Save-State gemacht, damit ich nicht ganz von vorne anfangen musste. Da unten sind, glaube ich, nur Münzen drin. Bella. Gut, ist gar nicht so schwer hier. Ja, und das Musikstück hier spiele ich einfach immer wieder ab, weil ich das ganz nett finde. Und wenn der Urheber das rausfindet, dann gibt es eh Stress. Und dann kann ich Mario noch ein drittes Mal aufnehmen und mal gucken, was dann für eine Musik kommt. Wahrscheinlich irgendwas von Lady Gaga. Das wird wahrscheinlich nie beanstandet. Habe ich gehört. Gut, ich spring da einfach mal rüber. Ups, fuck. Ich habe nicht mehr so im Kopf, wie das aussieht. Die ersten 4 Level kannte ich noch hauptsächlich aus CO Bone Action, weil die Level danach gebaut wurden. Und ich CO Bone Action bis zum Erbrechen nebenbei immer gespielt habe. Im Moment leider nicht mehr. Das heißt leider, ich bin froh, dass ich von dieser Sucht weggekommen bin. Es war fürchterlich. Es war auch eine riesen Zeitverschwendung. Aber ich bin ja eh keiner, der immer sagt, ich habe keine Zeit zum Aufnehmen.
bin so beschäftigt. Weil die Leute einfach nicht dazu stehen können, dass sie einfach keine Lust haben. Oder sie wollen es nicht sagen, weil sie denken, es würde Stress geben. Aber es ist doch alles freiwillig hier. Also ich verstehe das nicht. Aber ich rede hier wieder über Sachen, die ich gar nicht vorhatte. Ich muss mir echt mal so einen Spickzettel machen, wie es ja manche machen. Zumindest mit Stichwörtern, damit ich weiß, worüber ich reden will. Dann kann ich mir gleich einen roten Faden ziehen. Also jetzt ganz legal. Ja, jetzt ist eine Blume, die rollt da nicht weg. Ich frage mich ja, warum Pilze weglaufen und Blumen einfach, naja, die sind ja stationär, stimmt. Und Pilze sind ja keine Lebewesen, das sind nur Früchte oder irgend sowas. Bla. Gut, wir haben jetzt die vierte Welt fast geschafft, aber auch nur, weil ich aus Versehen die Röhre, die Warpröhre benutzt habe. Boah, zum Glück kann ich hier oben rum, ich habe keinen Bock auf diese Pflanzen. Und okay, das ist noch mehr Warp-Ding. Ja gut, ich glaube, das ist aber auch die letzte Möglichkeit zum Warpen. Wir müssen ja nicht alle sehen. Alle Level, die spannenden Level kommen eh erst ab jetzt. Davor sind die eigentlich so leicht, dass man da nicht stirbt. Und erst wenn man stirbt, dann wird es ja spannend. Aber ich will nicht ständig selbst jetzt benutzen. Ist gesagt und gleich bewiesen, dass es doch nicht ohne geht. Aber das wäre voll doof. Ich guck kurz, ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Aber ich befürchte, wenn ich jetzt das Leben verliere, muss ich echt in Welt 1 wieder anfangen. Das wäre ziemlich extrem, aber so war es halt leider. Damals, als die Spiele noch ein bisschen schwerer waren als heutzutage. Es noch kein Tutorial gab, das man nicht schafft, wie bei League of Legends bei mir. Ich wollte nie League of Legends spielen, aber ein mir favorisierender Let's Player hat das dann oft gestreamt, deswegen wollte ich es auch mal probieren. Hab's mir runtergeladen, war ja immerhin kostenlos. Das kenne ich natürlich noch, das Leben. Aber das Tutorial war mir dann zu schwer und irgendwie habe ich das Spiel eh nie verstanden und das sieht mir auch nicht nach viel Spaß aus. Eher nach Suchtpotenzial und darauf stehe ich eh nicht so. Hilfe. Ja. Zelda ist was anderes. Hier gibt's doch keine Bullet Bills. Hilfe, die umdrehen, die gab's dann im dritten Teil. Aber ich glaube auch nur im dritten Teil. Leider, die sind nämlich ganz witzig. Die waren so ein bisschen rötlich. Gut, übrigens, das Lied heißt Fires of Revolution. Urheber unbekannt, sage ich jetzt einfach mal. Zumindest steht er hier nicht im Titel drin, im Winamp. Aber wenn ihr den Titel in YouTube eingibt, seht ihr schon, dann könnt ihr den Urheber anschreiben und auf mein Video aufmerksam machen und dann verklagt er mich auf 1 Million Euro und ich kann meinen Kanal dicht machen. Dann habt ihr es endlich geschafft. So, wie ging das? Ja, jetzt bin ich, glaube ich, Game Over. Nein, ich habe noch eins. Ich habe hier ein Leben bekommen. Gut, jetzt speichere ich hier sicherheitshalber. Denn, wie gesagt, von Welt 1 will ich jetzt dann doch nicht anfangen. Ich hasse diese Sprungbretter. Manchmal springen die nämlich nicht so hoch und dann... Ach stimmt, da musste man einfach durchrennen, meines Wissens. Oder einfach rüberspringen. Das war gar nicht mal so schwer. Siehst du, siehst du, siehst du? Ich wusste es. Auch wenn ich es nicht so knapp in Erinnerung hatte. Ich dachte, man kriegt ihn voll auf den Kopf, damit er auch ein ordentliches Gehirntrauma erleidet. Und nicht einfach nur so ein bisschen am Knie wegschnicken. Ich möchte jetzt nicht hier unten runter. Na komm, geh dran. Sondern oben drüber. Er kann ja immer so Kilometer hoch springen, der Typ. Ist halt aus seiner Berufserfahrung voll gewohnt. Als Klempner, da muss er auch in Röhren immer rumspringen. Ja, man kann sie ja nicht aufheben. Stimmt. Dieser erste Teil, der ist schon ziemlich alt. Ja. Immer laufen sie weg, die Pilze. Sie haben Angst, sie werden gefressen. So, das war ziemlich schwach, aber das ist halt von Mario zu Mario-Teil unterschiedlich. Probier es mal so. Save and continue. Ach, ich kann in 5 starten. Okay, dann brauche ich echt keine Save States. Ich habe ja auch keinen bisher wirklich verwendet. Einen vielleicht, aber das war nur zum Spaß. Nur zum zeigen, ich habe die Macht. Aber ich muss sie gar nicht verwenden. 5-1, eben war ich in 5-2, glaube ich. Dann muss ich das hier halt, oder? Ja doch, da war ja ein Hammerruder am Anfang. Ja. Alles okay. So, eigentlich ist es ja besser, wenn man nicht so viel redet, wenn man diesen Autoduck-Filter anwendet. Den habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Autoduck oder Autoduck heißt es eigentlich, aber ich habe es irgendwie Englisch ins Gehirn gebrannt. Was bei mir gerade sehr ungewöhnlich ist.
Aber normalerweise sind die ja eigentlich Englisch. Vielleicht heißt das wirklich Auto Duck und ist nur so ein Running Gag für die Deutschen. Weil es heißt, die Stimme wird geduckt oder der Ingame-Sound wird geduckt, wenn man nämlich in zwei Spuren aufnimmt. Ups! Wenn man in zwei Spuren aufnimmt, ist das total cool. Ich glaube, das war auch nur in All-Stars so, dass man von der Welt selbst neu anfangen kann. Im Originalspiel muss man dann echt von Welt 1 anfangen. Aber das kann doch voll falsch sein. Was ich wieder für wichtige Informationen von mir gebe, die wahrscheinlich gar nicht stimmen. Jetzt bin ich wieder hier. Gut. Auf jeden Fall wird während ich rede. Ja, so sollte das sein. Während ich rede, wird die Musik gedämpft, so wie bei so einem Radiomoderatoren. Das finde ich voll knorke. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt bei jedem Let's Play anwende. Das hier ist also sozusagen die Test, der Versuch-Test, die Testreihe, nicht Reihe, das Testvideo. Scheiße, ich vergesse es immer wieder. Gut, es hätte klappen können, aber er wollte nicht. Ich finde übrigens die Hammerbruder-Musik aus dem dritten Teil so genial. Da gibt es auch 1000 Remixe. Da geht meine Meersau immer voll dazu ab. Die dance dann einen Groove, den habt ihr noch nicht gesehen. Hüpf und zack. Hoffentlich geht das noch. Ja. Das geht auch ohne Töten. Mario ohne Töten, das müsst ihr mal probieren. Das ist ganz was Neues. Ein neues Lebensgefühl. Für euch und für die Gegner. Zack. Oh. Für mich sahen die echt immer so aus, als hätten die Brillen auf. Aber das lag wohl nur daran, dass ich nicht richtig hingeguckt habe oder es halt schwarz-weiß war. Ups. Das ist richtig fies, die Stelle. Das muss ich ja zugeben. Ich glaube, da hatte ich sogar ein Safe-Set gesetzt damals. Mal gucken, ob ich es diesmal ohne schaffe. Ja, ich meine, hier gibt es so unsichtbare Mittelpunkte. Da muss man nicht von ganz vorne beginnen im Level. Ich weiß nicht, ganz unten scheint mir jetzt nicht gerade sicher, da war doch dieser Abgrund. Aber anders wüsste ich das nicht zu erledigen. Ich muss, denke ich, mal unten lang. Ja, das war nicht schwer. Ich mache wieder Panik und es ist überhaupt nicht schwer. Hier war ich auch schon mal vorhin. Dann bin ich hier zu kurz gesprungen, deswegen schön Anlauf nehmen. Und oben lang. Und ich kann ihn nicht nehmen. Die roten bleiben immer drauf, die grünen laufen runter, denn die sind nicht so klug. Schildkröten sind nicht alle gleich klug, müsst ihr bedenken. Die Roten waren auf einer Uni und die Grünen nur auf einer Fachhochschule. Und das ist ziemlich erbärmlich für sie. Und die Blauen, die waren auf der Hauptschule. Aber auch auf der HS, also sozusagen. Von daher, ja, ja. Punkte machen, glaube ich, überhaupt keinen Unterschied am Ende. Nur die Zeit bedeutet halt bei der Schnapszahl, dass es ein Feuerwerk gibt, während ich an der Fahne hänge. Beziehungsweise mich runterschleifen lasse. So, hier gab es viele Kanonen, die aus dem Nichts kamen und viele... Hilfe. Viele Abgründe, wo ich reinfliege. Das weiß ich jedenfalls noch, dass es mir auf jeden Fall mindestens einmal passieren wird. Ach. Und wenn nicht, dann... bringe ich in den Cooper rein. Ist so unfair, dass der gleich klein wird, obwohl ich gerade eine Blume hatte. Das ist im dritten Teil so viel schöner. Das finde ich viel besser so. Aber ist in Super Mario World dann auch wieder anders. Keine Ahnung, warum die das nicht beibehalten haben. Das war eine schöne Sache. Stattdessen tun sie in den Wii und Wii U Teilen lieber 1000 Power-Ups hintereinander bringen. Was ich auch nicht nachvollziehen kann, aber ich glaube, in dem Teil wird man sogar erst eine große, wenn man eine Blume verliert und nicht gleich klein. So, das erste Schloss und ich kack schon mal wieder voll ab. Zwei Leben noch. Ich denke, ich mache hier mal einen, denn ich will jetzt nicht alle drei Level neu machen müssen. Boah, ist das schnell. Das ist ja fast so schnell wie in Zero Bone Action. Vielleicht sogar schneller. Jetzt höre ich natürlich nicht, wenn ich auf der falschen Seite laufe, wenn das hier sowas ist. Aber ich werde es ja merken dann. Wenn es falsch ist, weil sich dann die Sachen wiederholen, die Gänge. Also manche Sachen, die ich hier erwähne, weiß vielleicht nur ein eingefleischter Mario-Spieler. Und deswegen nicht verwundern, wenn ihr nicht mitkommt. Aber normalerweise erkläre ich ja alles lang und breit. Und hier muss ich jetzt eigentlich nur rüberspringen. Ist natürlich besser, wenn man schon läuft, bevor man ihn sieht. Dann hat man noch so einen gewissen Überraschungseffekt. Kleinen Auswärtsvorteil.
Zack. Och, der ging zu tief. Gut, das war doof. Hüpf. Ja. Den hat keiner gesehen. Und wer mag da drin sein? Ist das vielleicht Peach, die ich suche? Nein, das ist nur Toad. Ist das normal? Kam nicht immer irgendeine Spinne raus? Oder war das nur bei dem Gameboy-Teil? Naja, Toad ist auch nicht so schlecht, sagen wir mal. Es war auf jeden Fall ein Erfolg. Und keine Spinne. Nur 6 von 8, dann haben wir es ja fast geschafft. Soll ja nicht so lang werden, das Video. Ich nehme übrigens gerade 960p auf. 1280, 960 war es, glaube ich. Und ja, tu das dann mit Spline 16 Filter. Resizer, Resizen, Resizen, Reduzen. Und ja, dann natürlich wieder auf 4K. Das sind 1800p auf YouTube. Ja, das, boah! Warum stirbt der denn nicht? Im dritten Teil sind die dann auch auf dem Kopf gewesen. 1800p und mal gucken, ob das YouTube auch mal freigibt wieder für dieses alte Spiel oder ob das wirklich zu schlecht ist. Und mal gucken vor allem, wie lange das bleibt. Das kommt auf der Seite raus. Wieso läuft es denn darum? Ist eigentlich immer so wahrscheinlich. Scheiße. Da gehen die Drogen flöten. Lala. Ach übrigens, mir fehlt ja noch Super Mario World das Ende oder zumindest 100% mit Anna. Das wollte ich ja noch, beziehungsweise das wollten wir ja noch beenden, irgendwann. Da könnt ihr sie ja mal ruhig nerven, denn das liegt eher an ihr. Zeit oder Lust, wie auch immer. Ups! Irgendwann kann man das dann auch mal beenden. Ups, jetzt bin ich hier. Gut, ich habe ja erst angefangen, die Welt, deswegen kann ich das ruhig so machen. Dafür verliere ich jetzt, merke ich gerade, meine ganzen Punkte oben links. Ich habe wieder 0. Aber macht ja nichts. Wer braucht schon Punkte? Es geht um die Rettung einer Prinzessin. Einer wunderschönen Prinzessin im Gegensatz zu Super Mario World, wo sie so hässlich aussieht mit Bart und Fratze. Mir gefällt übrigens der Anzug von Mario hier. Der ist irgendwie authentischer als in späteren Teilen. Der kommt mir voll echt vor. Lalalalalala. Und Speedruns springen die ja, glaube ich, auch immer so rückwärts. Das kann ich auch, aber das ist irgendwie komisch. Wer springt jetzt schon rückwärts? Da! Hüppala. Ja gut, lassen wir das hier, bevor ich in den Abgrund springe. Hüpf. Und geschafft. So. In der Musik lauschen. Bin ja echt gespannt, wie das mit dem Autoduck ankommt, dass man meine Stimme lauter hört als in Ingame Sound an den Stellen, wo ich spreche. Ich weiß nicht, irgendwann stört das auch bei einem Moderator im Radio. Wenn er das die ganze Zeit macht, man will eigentlich die Musik hören und will sie aufnehmen mit seiner Kassette. Zumindest war das bei mir in den früheren Zeiten so, als es noch keine Digitalität gab. Da gab es noch keine Nullen und Einsen. Voll nicht. Nur Wählscheiben. Wählscheibentelefone werden jetzt auch irgendwie nicht mehr supportet oder bald nicht mehr supportet. Und dann kann man die echt gar nicht mehr benutzen. Das ist, finde ich, voll unfair den alten Leuten gegenüber. Was sollen die denn dann machen jetzt? Cool. Ich kann nicht mehr telefonieren, die haben auch kein Internet und jetzt werden sie völlig isoliert. Aber Hauptsache es gibt eine Mütterrente. Betrügerische Mogelpackung. Aber die will ja eh jeder haben. Sonst hätte er nicht SPD gewählt. Ne? Jetzt komme ich wieder mit meiner Politik-Kacke. Hüpf! Zack. Ja, warum mache ich das hier? Das bringt doch gar nichts. Nur Münzen. Will kein Geld. Jetzt könnte ich wieder mit meiner Abo- und YouTube-Geilheit anfangen und Netzwerke und Werbung. Aber das hatte ich schon oft genug. Guckt meine anderen Videos, wenn ihr das wissen wollt. Duck, 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 duck. Das mache ich gar nicht mit Absicht so schnell. Das liegt echt am Controller, weil ich mit Analogstick spiele. Ich bin ja schon ganz froh, dass ich halbwegs heil hier durchkomme. Da hatte ich schon Schlimmeres befürchtet. Gerade bei diesem ersten Teil ist die Steuerung halt wesentlich komplizierter oder halt schwerfälliger
und unangenehmer als in späteren Teilen. Der dritte Teil ist auch nochmal ganz witzig, da rutschen die so cool. In Super Mario World ist sie eigentlich am genauesten, aber trotzdem komme ich mit der nicht so zurecht, weil ich die nicht gewohnt bin. Im Gegensatz zu der aus dem dritten Teil. Den dritten Teil habe ich irgendwie am meisten gespielt in der Vergangenheit. Aber Mario insgesamt eigentlich gar nicht mal so viel. Ich war immer eher der Zelda-Typ oder Mario 64 dann eher. Bin jetzt auch nicht so alt und 64 ist noch gar nicht so lange her, 98. Das war vor 12, 4, vor 16 Jahren. Scheiße, ich bin doch alt. Gut. Das beste Nintendo 64 Spiel ist eben Majora's Mask Zelda. Ich glaube, das spiele ich auch nochmal neu und nehme es auf. Das habe ich ja Anfang 2011 als erstes richtig großes Projekt damals Let's Play, lass spielen. Und das hätte echt mal nochmal was Besseres verdient als meine damaligen Qualitätsstandards. Aber dafür hatte ich da schöne Texturen drin von Giga Linko. Lang nichts mehr von dem gehört. Mal gucken, ob der was Neues entwickelt hat inzwischen. So. Ja, man macht es halt so gern einfach durchrennen in Mario, was total unfair ist dem Spiel gegenüber. Die Entwickler haben sich so viel Mühe gegeben und man rennt da einfach durch. Das finde ich voll doof. Also ich entwickle ja keine Spiele, aber ich programmiere auch. Aber wenn man dann so ein Feedback so gesehen bekommt vom Spieler, ist das schon ziemlich unfair. Finde ich. Ich beachte gar nicht den Hintergrund. Seht mal diese Details im Bild. Da ein Zahn und da ein Horn. Und dann so ein Kinngestütze. Das muss man sich mal überlegen. Das ist eine Schildkröte. Eine gepanzerte Schildkröte. Und sie hat ein eigenes Schloss. Warum habe ich kein eigenes Schloss? Was ist das denn? Okay. Habe ich voll nicht mehr in Erinnerung. Den Gameboy-Spiel könnte ich auch mal spielen. Den Gameboy-Teil könnte ich auch mal spielen. Der ist nämlich ganz witzig. Den habe ich auch oft gespielt in der Vergangenheit. Aber der ist auch ohne Farbe, ist ja klar. Zu der Zeit gab es noch gar keine Farben, als das Spiel rauskam. Da war alles schwarz-weiß. Das sieht man ja auch an. Jetzt konnte ich mich sogar ducken, aber da kam unten einer. Das sieht man ja auch in alten Filmen. Da sieht man voll, früher gab es gar keine Farben. War alles schwarz-weiß. Deswegen gab es zu dieser Zeit auch die erste Wirtschaftskrise. Was heißt die erste? Die erste im 20. Jahrhundert. Lalala. Nein! Egal. 7-1 und haben wir es ja fast geschafft. 4 Leben sollten auch reichen. Gut. Wieso eigentlich wieder Eis? Hatten wir das nicht schon? Eis ist immer so rutschig, aber das fällt einem hier nicht mal mehr auf. Hüpf. Fällt nicht mal auf, weil das Spiel an sich schon steuerungsmäßig der PlayStation gleicht, um das jetzt mal negativ anmerken zu wollen. Aber wenn man Super Nintendo mit, wobei eigentlich kann man sogar Nintendo sagen, denn der Originalteil war ja für den NES und nicht für den SNES. Und wenn man NES mit PlayStation vergleicht, dann ist es schon fair. Die sind ungefähr auf Augenhöhe, was die Qualitätsstandards angeht. Im Endeffekt hat PlayStation ja trotzdem keine Chance. Was nicht heißt, dass ich alle Spiele verschmähe, denn wer meinen Kanal kennt, der weiß, dass ich Crash Bandicoot gespielt habe, aufgenommen habe und in etwas über 30 Teilen sogar durchgeschafft habe und vielleicht irgendwann nochmal einen Teil spielen werde. Ey, wie schlecht ist das denn jetzt? Jetzt will ich aufhören zu laden. Denn eigentlich will ich ja ohne Saven durchkommen. Wie in der guten alten Zeit, aber so wird das nächste kommen. Deal. Ich muss da mir einfach eine bessere Strategie ausdenken, aber boah, gerade bin ich irgendwie etwas durch den Wind. Es ist so kalt hier. Ich friere mir einen ab. Ich friere mir lauter kalte Kriege hier. Sie sind nicht mehr kalt, die sind schon warm. Lalalala. Das habe ich ja schon mal so probiert, kann das sein?
Ja, dieses Level macht mich jetzt fertig. Ich sehe schon. Muss ich direkt noch mein altes Lass spielen angucken. Ich kann auch Let's Play sagen, ist ja die englische Version, aber ist ja Schnuppe. Ich hasse es. Wieso springt er eigentlich, wenn er groß ist, ganz anders, als wenn er klein ist? Als ob es irgendeinen Unterschied machen könnte. Lalalala. Ja, das ist richtig fies. Keine Ahnung, wie ich da durchkommen soll. Ich bin jetzt mal wieder ein bisschen stiller ab und zu, damit man der Musik lauschen kann. Und ich in Radiomoderator-Manier nur ab und zu mal was sage, damit man nicht schön aufnehmen kann. Und sich doch die CD holen muss für 1999. Zack. Ich will nicht meine Größe einbüßen. So, jetzt machen wir hier was hin. Wahrscheinlich ist es hier eh irgendwo ein unsichtbarer Checkpoint. Mittelpunkt heißt es. Wir sind hier doch in Deutschland. Oben rechts steht auch nicht Time, sondern Zeit. World heißt Welt. Mario heißt Mario. Ich überlege, Mario hat doch keinen deutschen Namen, oder? Moment, hat er natürlich. Wie hieß er doch gleich? Jumpman, ne? Aber das ist auch Englisch. Gerade das ist Englisch. Zack. Aber das war sein erster Name auf den komischen Spielcomputern, die in den ganzen Casinos rumstanden und betrunkene Leute angelockt haben. Gut, hätten wir endlich dieses Level geschafft. Ich werde auf jeden Fall jetzt einen Selbsttest setzen, damit ich dieses Level nie wieder machen muss. Das erste Wasserlevel? Wahnsinn! Da freue ich mich immer auf eine Feuerblume. Ich liebe es, Feuer unter Wasser zu benutzen. Da fühle ich mich so übermächtig. Wallen! Ich glaube, das Level ist noch ganz leicht. Da kann man einfach an der Oberfläche durchschwimmen. Gesagt und bewiesen. Entwiesen. Oder sagen wir das Gegenteil bewiesen. Ja, das. Ist das eine Strömung gewesen oder war das echt mein Controller? Lalalala. Feuerblume wäre ein Segen. Gut. Ja, und wenn. Hilfe! Das Video vorbei ist, muss man die Musik auch nie wieder hören irgendwie. Aber das Video ist beeindruckend, wie der spielt. Der geht da voll ab. Müsst ihr euch mal angucken. So gesehen ist es ja jetzt Werbung für ihn. Also wird er mich hoffentlich nicht irgendwie verklagen. Bitte nicht verklagen. Ich bin ein junger 13-jähriger Minecraft-Spieler, der überhaupt kein Geld hat und ein paar Cent in seinen Videos verdienen möchte. Weswegen ich meine Videos ja nicht monetarisiere. Was macht der Kumba da hinten? Das habe ich ja noch nie gesehen. Eine Goomba-Statue. Und Carpador-Armee. Moment, Cheep-Cheep sind die. Raps. Gut. So viel dazu. Da muss ich früher springen. Und nochmal. Und wieder. Ich liebe solche Brückenlevel, weil die so toll designt sind. Voll kreativ. Da wussten sie echt nicht mehr, was sie machen sollen. Kennt man ja aus Zelda 2, diese Ebene. Ups. Und zack. Zelda 2, ich glaube, das werde ich nie spielen. Ich habe es mal kurz angespielt, genau wie den ersten Teil, aber die sind echt nicht so meins. Hat für mich echt nicht so viel mit Zelda zu tun. Ich bin echt so der 3D-Zelda-Typ. Zumindest alles, was vor Skyward Sword war. Vor Wii. Also Wii-Controller ist echt eine Zumutung. Für Mario Kart Wii konnte ich damit noch gut leben, aber Twilight Princess Portierung, scheiße. War eine Qual sondergleichen und Skyward Sword habe ich immer noch nicht durchgespielt, weil es keinen Spaß macht. Ich wieder auf Topic laber. Mario, gut. Wo ist eigentlich Luigi? Der hat die grüne Flagge da aufgehängt, scheinbar. So, das vorletzte Schloss, dann haben wir es geschafft. Lalalala. Wie lange nehme ich schon auf? Bestimmt noch keine Stunde. Ich habe so eine Stunde angepeilt. Denn ich glaube, mein erstes. Ach, das ist das mit diesen falschen Wegen. Shit. Mein erstes LP hat nämlich, glaube ich, 4 Videos, 15 Minuten etwa gehabt.
Mitte, ist das vielleicht richtig? Ansonsten gehe ich oben lang. Das war richtig. Nee, war es nicht. Hier. Sonst bin ich jetzt verwirrt. Unten lang. Und dann oben lang. Vielleicht doch. Ah, das war es tatsächlich. Das ist ja voll mies. Erst Mitte und dann doch oben. Oh, das... Nee. Kann nicht sein. Ups. Jetzt. Warum auch immer es vorher nicht geklappt hat. Man kann in der Lücke einfach nicht landen. Das kann nicht wahr sein. Wo geht's denn jetzt lang? Oben lang bestimmt nicht. War mir klar. Muss ich den Scheißsprung wieder machen. Immer wieder. Moment, kann ich ja einfach direkt hier. Genau. Muss man nicht so kompliziert machen. Bin trotzdem wieder hier. Dann bin ich wohl jetzt schon falsch gegangen. Gut, dann muss ich das nochmal machen. Eben warst du noch nicht da, du komisches Feuerketten-Ding. Unten lang direkt. Wahrscheinlich muss ich irgendwann dann hochhüpfen. Das ist echt dumm, so eine Sache. So, wo gehen wir denn jetzt lang? Hier. Hoch. 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 Das war richtig. Cool. Das war irgendwie kompliziert. Aber gut, es sind eigentlich nur zwei Sachen. Damit kann man leben. Und ich bin groß, deswegen kann ich eigentlich direkt... Wie viel Hämmer hat der? Hast du den ganzen Hämmerbrüdern alle gestohlen, ne? Gib's zu. Egal, ich bin durch. Letzte Welt. Dann ist Peach befreit. Oder ist das schon Peach? Oder ist das nur Daisy? Wann kam eigentlich Daisy zum ersten Mal vor? Mini-Toads. Sie wurden Minitaruisiert von Bowser. Minitaruisiert. Mit Spline 16. Runterskaliert. Die muss ich nachher mal wieder größer machen. Dum. Warum hat die Wolke so ein Gesicht, hä? Wir sind doch nicht hier bei einem Wii-Spiel. Noch eine Wolke mit dem Gesicht. Seit wann haben Wolken ein Gesicht? Ich fühle mich voll verunsichert. Die gucken mich an. Weh, die werfen gleich diese roten Dinger, gezackten Dinger. Spinies oder wie sie auch immer heißen. Hüpf! Wieso fallen die nie in den Abgrund? Oh yeah. Zack. Nix drin. Ein Stern. Dann kann man davon ausgehen, dass in den restlichen Blöcken... Mist! Cool, dass der auch nicht runterfliegt. In den restlichen Blöcken ist dann garantiert nichts drin, wenn da in einem schon ein Stern ist. Ja gut, ich brauche kein Leben, ich brauche nur das Ziel. Wo ist das Ziel? Das verfuckte Ziel. Lalalala. Am besten dann ohne Speed-Taste springen, dann hat man mehr Genauigkeit. Und kann sich noch abbremsen in der Luft, so wie jetzt. Zum Beispiel nicht. Und eben hatte ich die Speed-Taste dann doch gedrückt. Naja gut, ich konnte doch bremsen, aber man kann besser bremsen, wenn man... Wie ich immer mein Gegenteil dann direkt beweise, das kann nicht wahr sein. Ich will mal die Wahrheit sagen. Immer diese Krankheit, dass man nicht die Wahrheit sagen kann. Moment, es war bei South Park. Nein, es war umgekehrt. Man konnte nur die Wahrheit sagen. Cartman, wer die Folge kennt, die war scheiße. Ja, aber es ist schon so ein Drama bei South Park. Je länger die Serie dauert, desto schlechter wird sie. Schon schade. Lalalala. Ohne Chefkoch ist das eh alles nix. Ach, zwei, okay, dann haben wir noch ein Level danach und das Schloss. Zack. Ui, das wird überhaupt nicht schwer. Überhaupt nicht schwer. Lalalala. Ja, gut abgetimt, das war voll geplant. Diesmal wirklich. Zip. Arsch. Ja. Gut, meinetwegen, ich habe gerade ein Leben gewonnen. Können wir es auch wieder ausgeben. Für einen Gratisversuch. Gratisversuch gegen ein Leben. Die Wolke hat auch ein
Nettes Gesicht, voll nett ist das. Zack. Ist das hier auch so, wenn man die mit der Feuerblume kaputt macht, dann kommt die nicht wieder? Oder ist das erst in späteren Teilen? Hüpf. Hüpf. Diesmal hat es nicht geklappt. Ich wollte eigentlich auch wieder unten drunter. So, haha. Alles schön zu teilen. So, Mittelpunkt. Du. Ich werde wahrscheinlich jetzt in naher Zukunft auch mal zum Spaß Donkey Kong Country 2 und 3 nochmal aufnehmen. Ich versuche immer die alten Sachen dann immer so in einem Video als so eine Art Special oder zwischendurch mal zu bringen und nicht wie früher gesplittet. Was damals ja noch normal war, weil es gar nicht länger ging als 15 Minuten bzw. 10:59 davor. Als ich angefangen habe, ging schon 15. So lange habe ich dann doch gewartet. Vorher dachte ich mir, nee, das hat keinen Sinn. Das will ich mir selber nicht angucken. Nur 10:59. Da passiert ja gar nichts. Deswegen habe ich gewartet. 15 waren okay. Kompromiss. Und zack. Und dann kommen Teil 2 und Teil 3 wahrscheinlich bald. Teil 2 bin ich sehr froh über eine Entdeckung von mir. Da gab es nämlich am Ende ein Level in den verlorenen Welten. Der verlorenen Welt. Was unschaffbar scheint mit diesem Emulator. Aber das liegt nicht an der ROM, sondern echt an dem Emulator. Mit dem anderen klappt das dann wunderbar, dass die Fässer sich nicht automatisch drehen. Wer das Spiel kennt, weiß, wovon ich rede. Das werde ich dann aber auch nochmal ansprechen und zeigen. Zack. Ist dann halt nur schade für die, die zusammenspielen über Internet. Ich glaube, außer ZSNES schafft es irgendwie keiner so recht. Und deswegen müssen diejenigen dann diesen Bug in Kauf nehmen. Was ziemlich kräftezehrend ist. Weil es total unfair ist und total nicht originalgetreu. Denn das Originalspiel ist echt einfach eigentlich. Wobei der zweite Donkey Kong Country Teil eigentlich am schwierigsten ist. Sowieso schon. Der dritte ist am einfachsten und der erste ist am kultigsten. Es hat auch wieder so ein Flair von Zelda 2 hier. Das war halt zu der Zeit 87, wann kam der zweite Teil raus? Ups, der ist 2 runter. Boah. Wieso winkt der eigentlich, der Bullet Bill? Haha, fuck! Ey, wenn die zu zweit sind, sind die echt so gerissen. Könnt ihr mal ein bisschen runter. Boah, wie viel Hämmer! So, lalalala. Ich glaube, hier hatte ich dann auch meine Geduld verloren beim ersten Let's Play. Und habe dann auch zwischendurch öfter mal gespeichert. Das ist gerade mal so Hämmerrüder und dann auch irgendwie mal angebracht. So. Ja, hallo? Ja, das, was soll man da machen? Das ist ein Unding. Vor allem, wenn man keine Leben mehr hat, echt von Welt 1 nochmal anfangen müsste. Das muss ich echt mal gucken, ob das im ersten Originalteil wirklich so ist. Aber mit Farben ist das doch schon ganz viel bequemer. So, allerletztes Level. Es gewittert draußen. Fast wie in der Realität. Hüpf. Das war schon knapp. Ist wahrscheinlich wieder so eine Weggabelungskacke. Ja, stimmt. Das war ja ziemlich groß angelegt. Da habe ich eine Weile gebraucht für. Ich glaube, da muss ich hier oben lang. Und irgendwo, ja, ohne selbst jetzt geht's dann echt nicht. So. Soll ich hier weiterlaufen oder in diese Röhre rein? Voll Skill, ne? Stimmt, Moment. Ja, den habe ich gesucht. Den wollte ich zwar ein bisschen sicherer aktivieren, aber die wollten mir keine Wahl lassen, die Schildkröten. Hier muss ich auf jeden Fall rein und das ist richtig. Dann geht das ja recht zügig. Hier hoffentlich. Oh! Ja, klar, Lava ist schon toll für Fische. Für rot lackierte Fische. Zack.
Da ist Bowser. Hallo. Spring auf den Kopf. Weiter. Weiter. Jetzt von der Nase kratzen will. Es kommt jetzt ein Fisch und nutzt die Gunst der Stund. Und habe ich jetzt wieder einen falschen Weg genommen? Ja, jetzt muss ich irgendwo in eine Röhre rein. Irgendeine finden, scheinbar. Das hier? War das richtig? Das war falsch. Bin verwirrt. Gucken wir nochmal hier rein. Weg hier. Bin gerade nicht sicher, ob ich das schon mal gesehen habe mit den Gumba. Das kam mir jetzt doch bekannt vor. Seht euch mal die Zeit dann. 391. Das nenne ich mal seriöse Zeit. Gut, das hier ist der Anfang wieder. Dann war ich da falsch. Voll fies, da muss man echt alles nochmal neu machen. Und das in der knappen Zeit. So, hier vielleicht. Ah ja, das sieht gut aus. Vielleicht gibt es hier auch mehrere Wege, aber das hier ist auf jeden Fall einer davon. Es gibt keine Oberfläche, ich muss ertrinken. Lalalala. Lalalala. Ah! Hilfe! Atlantis! Wir haben es entdeckt, endlich. Raus hier. So, weh, das war falsch. Lalalala. Ui. Ja, das ist, glaube ich, Replay von meinem... Wieso kenne ich so viele Szenen noch aus meinem ersten Let's Play von vor 2 oder 3 Jahren? Wahrscheinlich, weil das hier einfach Standard ist, dass das passiert. Das passiert einfach jedem. Dass er erstmal hier rüberspringt und dann in den Hodebowl. Ja, ich kenne ein paar Namen. Aber die habe ich mir nicht selbst angeeignet. Die habe ich mir aneignen lassen durch andere Let's Plays von Super Mario World. Ja, das wird langsam lächerlich hier. Ich muss den umbringen. Also es gibt ja nicht oft diese Notwendigkeit, wirklich zu töten. Aber wenn es dann an der Zeit ist, muss es auch erledigt werden. Und dann hoffen wir einfach mal, dass er eine Lebensversicherung abgeschlossen hat. Also der dreht jetzt echt durch. Kann ich da einfach rüberspringen? Wenn ich schnell genug bin, kann ich schon runter. Ausgetrickst. Idiot. Schön. Haben wir es geschafft. 113 Time. Mir gefällt ja die 13. Jetzt ist sie weg. Schön. Habe ich sie befreit. Kommt mir gar nicht mehr bekannt vor, diese Szene. Ah ja. Thank you, Mario. The kingdom is safe. Now try a more difficult quest. Aber nicht hier, ne? Push B und so und dann ging's doch nicht. Das war, glaube ich, im Game-Urteil. Nein, das war jetzt. Mit Sternen, dann ist es jetzt wahrscheinlich schwieriger. Können wir gleich nochmal machen. Gerade das erste Level ausprobieren, ob das wirklich schwerer geworden ist. Sieht jetzt nicht normal aus. Naja, ich sag mal so. Wer Sio-Brunnen-Action geschafft hat, der wird vor dem normalen Mario keine Scheu haben. Ups. Und das war's schon. Ja gut, es ist schwer, aber muss jetzt nicht sein. Mein Name ist Sam. Mal gucken, wie das alles ankommt mit Rahmen, Auto, Duck, etc. Ciao, ciao.